Ja, hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom STRV 103B, dem 10er TD der Schweden. Hagen von Dronnegge hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Natürlich, klar, Top-Tier. Verhältnismäßig vernünftige Anzahl von Zehnern. 6 Stück an der Zahl im Gefecht. Dann nochmal 2 Neuner und dann natürlich noch schöner. Alles andere mit Achtern gespickt. Jetzt sind wir mal gespannt, wie er hier diesen Schweden so ins Spiel bringt. Ich selbst habe mir auch stark überlegt, ob ich den Zweig der Heavies oder der TDs nehme. Habe mich dann am Ende aber für die Heavies entschieden. Und jetzt schauen wir mal, ob ich doch weinen muss und mich vielleicht für die Schweden hätte entscheiden sollen. Auf jeden Fall ist er jetzt mal im Gefechtsmodus. Mal gucken, was er da jetzt so hinbekommt. Auf jeden Fall, hier ist nochmal ein anderer Schwede neben ihm. Und das Objekt stellt sich auch da mal rein. Also auf jeden Fall gut, dass hier keine Arti im Spiel ist, denn die wird sich sofort freuen über das, was hier passiert. AMX 50B. Da hinten jetzt die Grille. Grille kommt hier auch noch vorgefahren und das ist natürlich bitter, denn da kann man ganz einfach rausgenommen werden, wenn ich mit einem Panzer, der eh schon keine Panzerung hat, so daherkomme. Der AMX 50B will jetzt auch nochmal sicher gucken, ob da auch wirklich alle Gegner stehen. Also auch ganz kurios, was der AMX dann da nochmal zeigt. Der E50M ist da hinten noch nicht wieder gesehen. So, der AMX entscheidet sich jetzt für die Flucht. Panther geht da jetzt auf, hat er aufgedeckt, allerdings leider zu spät gesehen. Dementsprechend keinerlei Schussmöglichkeit, aber den 50B hat er gut vorhergesehen und kriegt da nochmal den Treffer raus. Jetzt der VK-100-01P, da kommt er gerade so aufs Laufrad vorne drauf. Ist leider nicht mehr gespottet. So, jetzt macht er den T10 auf, aber man sieht, der hat hier den Schaden für das Ketten zumindest noch bekommen. Den Unterstützungsschaden. Und jetzt der Panther, der wird da auch abgefrühstückt. Also, da haben sie hier in ihrer Stellung richtig Spaß, die Jungs. So, der VK, der hat wahrscheinlich keine große Lust mehr, da nochmal rauszugucken. Da drüben mit dem Type 5 Schwer jetzt der nächste mögliche. Aber er kommt hier nicht ran, weil das Objekt da im Weg steht. Jetzt muss er sich ein bisschen umstellen und jetzt kommt er erst drauf. Leider etwas spät aus seiner Sicht. Das Objekt stand da einfach wirklich ungünstig. Mit dem E100 natürlich. Da jetzt das nächste große Ziel. Hätte er vielleicht nochmal blind hinschießen können. Jetzt kommt er aber nicht mehr drauf. Weil jetzt wird er sich schon dementsprechend umgestellt haben. Der E50M da drüben immer noch ein bisschen am gucken, was da so passiert. Da T32, der Type 5 schwer, aber auf den T32 kommt er gut drauf und macht er den Treffer in bester Manier. IS-3 denkt sich jetzt auch mal, jetzt muss ich mal rüber gucken. Oh, da wird er super gekettet. Bester Moment dafür noch. Da konnte er nochmal den sicheren Schuss setzen. Und jetzt da mit dem Type die Möglichkeit vorne
auf die Frontplatte zu schießen, aber jetzt bleibt er da schwierig stehen, aber trotzdem kriegt er da noch den Schaden durch. Angewinkelt schafft das jetzt so nicht mehr, vielleicht, ah, oh, gerade ums Arschlecken zu knapp. IS-3 durchs Fenster. Das ist natürlich ein sehr schwerer Schuss. Aber er lässt nicht unprobiert. Der EN-100, der bietet sich jetzt an. Der zündet ihn noch an. Und macht 1278 Schaden allein an diesen. Also da hat er hier eine wahnsinns gute Position in diesem Match für sich ausgeguckt. Denn auch wenn er sich nicht viel bewegt, aber am Ende des Tages will man ja nur gewinnen. Und wenn ich einen Spieler habe, der bei 4700 Damage bis dato steht, dann schaut es sehr gut aus. Interessant auf jeden Fall auch, dass der Type da trotzdem weiterfährt, wobei er eigentlich weiß, von wo er so bekommt. Jetzt ist er offen. Aber er fährt nicht weg, ohne dass er noch den nächsten Treffer setzt und final den Type 5 wegmacht. Scorpion geht jetzt von der Seite, beschädigt ihm die Kanone. Also jetzt bekommt er da deutlich mehr Druck und da muss man aufpassen, denn der Schwede mag alles, nur nicht beschossen zu werden. Wieder in den Gefechtsmodus. IS-3, aber keine Chance, den da zu beschießen. IS-3 da hinten jetzt auf offener Position stehen. Sollte eigentlich möglich sein, ihn da jetzt noch rauszuboxen. Leider keine Sicht mehr. Ist ein bisschen zu weit hinten. Kommt er nicht mehr drauf. E50M schafft er nicht. Was ist mit dem Scorpion G? Ne, sieht er auch nicht. Aber irgendwie auf jeder Seite der Karte gibt es irgendwie Panzer, die alle beschossen werden wollen. Und hier das nächste Mal, dass er jemand anzündet. Jetzt da den STRV. Der STRV sieht ihn nicht, aber er ihn und dementsprechend kann er ihn da schön beschießen. Mit dieser abgeschrägten Front ist es gar nicht so leicht, den zu durchschlagen. Aber der E75 macht seitlich und da ist es dann natürlich null Problem. So, der E50M vielleicht jetzt unten ins Wasser fahrend, aber nee, doch leider nicht. Sonst hätte er da sofort weiter Gas geben können. ...11:7, natürlich derzeit ein sehr, sehr, sehr gutes Match für ihn und sein Team. Und er bleibt hier aber erstmal in seiner Stellung, denn er hat aktuell ja kaum Notwendigkeit, sich hier zu verlegen, denn er kommt auf den meisten Teil der Karte gut drauf, kann schön schießen, ist hier einfach erhöht und jetzt sieht man es wieder, der IS-3 kommt sofort drauf. Also für TDs kann man die Position definitiv empfehlen. Und jetzt fährt er hier durchs Wasser durch, dass er oben nicht aufgeht, um die Möglichkeit zu haben, da nochmal zu schießen. Jetzt hat er da hinten den Skorpion, aber der ist leider schon zerstört, bevor er selber irgendwas damit machen kann. Also geht es weiter durchs Wasser. Der E50 und die Badger, die letzten beiden Panzer, die da noch am Leben sind. Okay, jetzt nur noch die Badger.
4 Kills hat er. Der 5. ist noch möglich. Leider kein Krieger mehr drin, obwohl er bis dato 7400 Schaden gemacht hat. Nee, Falt. Ich habe den E50M schon tot gesehen, aber da ist er ja noch. Denn jetzt ist er zerstört. So. Da habe ich irgendwie falsch geguckt und plötzlich ist der E50M wie der Phönix aus der Asche wieder aufgetaucht. Aber, naja, wie gesagt, ein kurzes Intermezzo, denn der T69 hat da kurzen Prozess gemacht und ihm rausgenommen. So, jetzt ist die Badget hier offen. Und jetzt bleibt er hier wohl im Gefechtsmodus. Ganz knapp kommt er da auf den Turm drauf und macht da final fertig. Und auch wenn wir angezeigte 7500 Schaden sehen, hat er effektiv gemacht 9230, also ganz knapp vor der 10k-Marke. War eine tolle Runde mit den Panzern, die ich nach wie vor mit am spannendsten finde. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.